Kapitel 61. Ein Finger, Joe. Howdy, Cowboys, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ja, und wir haben hier den guten Rebellenanführer ergattert, den Gentleman-Freund von Luitha, die da vorne auf ihn wartet, und er hat sie nicht mal mehr erkannt, ne? Nee, aber vom Pferd fallen, das kann er. Frauennamen merken nicht so, aber vom Pferd fallen ist er einfach Profi. Abraham, Mr. Marston. Oi. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, John. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo, and let me say, my brother, that we await you. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men. And in return, you will win a people her freedom. Viva Mexico! ¿Para dónde tú vas, bella? Bye, John. Vete conmigo. Tú sabes que en esta luz puedo ver el fuego en tus ojos. Das Feuer in deinen Augen. Laura, dame la fuerza para luchar. Laura. Ja. Das ist ein Superheld. Ach, erstmal eine rauchen. Weg damit. Ruhm 200. Und den können wir gebrauchen. Ehre ist ja schon voll. Also wir sind auf jeden Fall ehrenwerte Cowboys. Wir müssen unbedingt nach dem Let's Play auch nochmal so Sachen machen wie Leute auf die Schienen legen und so. Das haben sich ja auch viele gewünscht. Ist auch sehr ehrenwert übrigens. Machen wir erst nach dem Story-Modus. Dann ziehen wir das vielleicht mal durch zwischendurch, ne? So, Lucy ist doch wieder da, obwohl sie gestorben ist. Haben wir sie doch zurück. Obwohl, er ist ja dann im Endeffekt gar nicht gestorben, ne? Nee, die haben wir ja dann auch gerettet. Genau, im Prinzip kann man das so sagen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wollen wir hin? Hier wollen wir auf die Ranch? Das ist natürlich die Frage. Ach, guck mal einer an. Ach, cool. Eva in Gefahr. Das hatten wir doch schon mal. Auf dem Weg ist auch noch was, guck mal da. Eva in Gefahr hatten wir schon mal. Vielleicht erinnerst du dich daran. Hoch. Das ist doch hier der fliegende Holländer. Ach ja, stimmt. Daedalus und hier Icarus und Pipapus. So, reiten wir mal zu De Santa, würde ich sagen, ja, oder? Ja, nicht zu Eva, na gut. Mal ganz kurz analysieren. Eva... Wir sind doch eh fast um die Ecke. Eh fast um die Ecke, genau. Aber Eva war diese Sache von dem Typen, den wir erschossen haben, und das ging an die Hose. Erinnerst du dich? Ja, dann werden wir... Aber $200, da müssen wir halt die Eva freikaufen. Ja, die müssen wir freikaufen. Das ist eine ganz schön lächerliche Frau. Das ist schon mal schiefgelaufen. Und zwar haben wir, das ist ein richtig mieser Drecksack. Der hat sie geschlagen, geprügelt, wollte sie umbringen und was weiß ich was. Und verkauft sie dann als Kuh. Ich gebe nur den Wortlaut wieder. Will er sie an uns verkaufen? You want the cow? Cowboy? You want the cow? Cowboy, genau das. Ja, und was sagst du dazu? Machst du auch immer, ne? Ja, natürlich. Ich verkaufe auch Kühe auf dem Markt quasi. Du bestellst dir auch immer die Frauen auf so Websites, wo man Frauen aus Thailand, Ukraine und so importieren lassen natürlich, kann. Natürlich, ne? Natürlich. Das ist ja auch ein Trend, der Form annimmt. Günstige Fleischimporte einfach. Da gab es ja auch mal so eine lustige Sendung im TV. Ich weiß nicht, ob es vielleicht der ein oder andere von euch gesehen hat. Ich weiß auch nicht, wie die Sendung heißt. Ach Gott, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mit diesem ekelhaften Typen immer, ne? Der die Frauen in so Kostümchen stecken will und sowas. Ja, ganz viele waren da. Auch, man muss sagen, auch ein, zwei nette, aber die meisten waren eine Katastrophe. Die sich dann diese Frauen irgendwo bestellen, sich mit denen treffen, bla bla bla, ne? Ja, die wollen die heiraten tatsächlich. Ja, genau, überzeugen genau. Und die behandeln die. Und da war dieser eine Typ dabei, der ist so ekelhaft, der wollte immer, dass die Frauen irgendwelche Kostümchen für ihn tragen, irgendwelche so Rollenspielkostümchen, ist das vielleicht sonst nicht schlecht, aber bei dem Typen, der war so richtig einfach nur ekelhaft, so Ja, das gibt's echt Problemfälle. Und einer war auch dabei, der war so geil, der war irgendwie auf eine russische Frau am Stehen, auch eine echt hübsche. Und er war jetzt nicht so der Renner, sag ich mal. Mhm. Auf jeden Fall wollte der Kerl dann mit dieser Frau essen gehen, hat er auch gemacht, und dann sitzt er da und sagt der Frau doch tatsächlich, in Deutschland wäre es so, da bezahlen Frauen und Männer getrennt. Was? Ja. Und da dachte ich auch, und die hat es natürlich begeistert angenommen, dachte schon mal, das muss ja ein super Typ sein. Ein wahrer Gentleman. Jeder weiß doch, dass wir hier in Deutschland Emanzipation haben, da zahlen doch die Frauen. Genau. Ne? Ich weiß auch nicht, was der sich dabei gedacht hat. Ja, halten auch die Türen auf, tragen die Einkäufe und so, das ist ja ganz normal einfach. Alles andere würde ja auch beleidigend sein.
Obwohl das ja die Geschichte auch noch nicht in jedem Bereich des Landes angekommen ist. Das war hier im Hinterhof? Ja, das war hier im Hinterhof. Gleich dann mal nochmal übers Dach. Nee, also der Typ muss ja ein echter Gentleman gewesen sein auch. Holt sich so eine arme Frau aus Russland, die sich eh schon irgendwie als in die Hochzeit verkaufen muss und dann lässt er so schön im Restaurant die Rechnung bezahlen. War auf jeden Fall sehr interessant. Leider weiß ich den Namen der Seite noch nicht, aber vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht habt ihr das ja sogar auch gesehen. Och, guten Nacht, guten Tag. Mensch, wie kommen wir denn in den Hinterhof, ohne übers Dach zu klettern? Ich glaube, hinten rum, von der anderen Seite, da so durch und dann rechts rum gleich. Da, nee, nicht rechts rum, sondern da hinter dem Haus einmal durch. Meinst du, das funktioniert? Wenn ja, ich und hier jetzt rechts, genau. Alles klar. Ah, so siehst läuft du, das, Hombre. So, nochmal, die Szene kennt er vielleicht schon. Das Schwein. Naja, dann kaufen wir mal. Der Mario lebt wieder. Dann kaufen wir mal Eva frei für 200. Ja. Penner. Money, bastard. She's all yours, okay? Enjoy her. Gracias, señor. Thank you. Will you miss me, mi amor? What are you going to do now? I will go to Las Hermanas. The sisters there will help me. Wie, haut die einfach ab? Wir haben die doch gerade gekauft für 200. Besuchen in ein paar Tagen das Kloster in Las Hermanas. Und ich hoffe, da kann sie uns denn weiterhelfen, diese junge Adrette Ladi. Wie soll sie uns denn weiterhelfen? Vielleicht. Hat sie irgendwas so als Nonne? In Los Hermafroditos sollst du sie besuchen. Die haben ja lange nicht mehr. Was? Sag mal, was sagst du eigentlich dazu zum Zölibat? Bei Priestern und so. Halte ich ja irgendwie nicht so viel von. Nee, ich weiß auch nicht. Und meinst du wirklich, dass die Typen, also so gar keinen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da könnten wir jetzt wieder so auf Kirchenskandale in Richtung hier, ne, und sowas. Nee, also klar, schwarze Schafe gibt's überall, aber man muss ja auch sagen, in der Kirche gibt's ja auch ein paar gute Menschen. Ja, natürlich, das ist ja ohne Frage so, klar. Ne, das muss man immer erwähnen dazu, aber ob Zölibat jetzt hilfreich ist, das lasse ich mal dahingestellt. Ich weiß nicht, wem das helfen soll. Und das ist aber auch ja verbreitet in relativ vielen Kulturen. So, komm, jetzt mal hier rüber zum De Santa, aber ich würde sagen, machen wir ein Camp, weil sonst ist das einfach zu weit. Da müssen wir wieder durch halb Mexiko reisen und das dauert ja wieder Stunden. Wir müssen uns auch mal einen Esel holen zum Reiten eigentlich in Mexiko. Hätten wir jetzt gerade mal machen können. Hätten wir uns ausleihen können. Da war so ein Chauffeurs-Service. Chauffeur. Zum Zielort reisen. Das kostet ja auch nichts, wenn ihr den Camp macht. Das verstehe ich halt nicht, warum dann die Postkutsche $16 kostet. Oder man eben schnell aus der Stadt rausgeht, ein Camp macht und dann zum Zielort reist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist die Postkutsche viel bequemer zum Fahren. Vielleicht mag John das lieber. Unser John Marstonman. Das ist ein echter Westernheld. Jonathan? Escalera. Und es ist Nacht geworden. Genau die richtige Zeit. Oder halt eben nicht. Komm es bitte wieder. Ach, was machen wir denn unterdessen? Sollen wir vielleicht einfach mal... Na? So eine kleine Runde Poker oder sowas noch einlegen? Was haben wir denn hier? Hier gibt's doch bestimmt Würfelpoker. Ja, das können wir doch. Oder Büchsenmacher ist auch hier. Bei dem hat er bestimmt zu. Arztpraxis brauchen wir nicht. Könnten wir uns mal Medizin... Ach, das hier, ist das dieses Messerspiel, genau. Geil. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Komm her, Lucy. Hast du sowas mal gespielt? Messerstechen hier zwischen den Finger und ach, so? Ach klar, hat doch jeder schon mal ausprobiert. Natürlich. Irgendwie. Ging voll in die Hose. Seitdem bin ich ja auch, nennt man mich ja nur noch One Finger Joe. Du hast ja auch an jeder Hand nur einen Finger, ne? Ja. Deswegen kann ich mit dem Controller so super steuern. Deswegen bist du auch... Nee, das sage ich nicht. Ach so. Das macht's natürlich jetzt noch interessanter. Was wollte Gronkh sagen? Bei Frauen so beliebt, wollte ich sagen. Ach, oh, das kann ich nicht bringen. Ach so, nee, das sagst du besser nicht. Nee, lieber nicht. Nachher kriegt das noch jemand mit, der noch nicht eingeschlafen ist bei dem Let's Play. Das müssen wir unbedingt rausschneiden. Klar. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte mit euch hier im... Alter, der zieht tatsächlich... Komm, wo ist das? Fragt der eine mich und der andere will mich erschießen. Das sind aber ich Manieren hier. Raue Sitten. Wo ist denn hier das Messerspiel?
Ich will nicht auf Pferd reiten, ich will das Messer stechen. Ich glaube, du hast das gerade gesprengt, das Messer stechen. Ach, nur weil ich dagegen die geritten bin, das ist doch manchmal hier nicht die Möglichkeit. Oder die haben schon zu. Die könnten zu. Im Messerstech-Business. Ach Mann, das sind aber echt keine Stecher, die Typen. Ach. Cool. Maultier. Das ist allerdings ein Kopf da vorne. Maultier. Also meinst, ich geht spring die Alarmanlage los? Ich spring mal auf, ja. Und wehe, du maulst dann rum. Jetzt kannst du auch wieder Messer stechen übrigens. Ach so, auf einem Maultier kann man reiten, aber keine Person mitnehmen. Und es ist nur sehr langsam. Und es sieht auch richtig beschissen aus. Ein bisschen, ne? Ja. Und ein Maultier ist ja, für die, die es noch nicht wissen, eine Mischung aus Pferd und Esel, ja, die sich kreuzen können. Esel und Pferd können sich kreuzen, sind so noch so artverwandt, aber Maultiere können sich selber nicht fortpflanzen. Das stimmt. Weil das ja Bastarde sind. Und jetzt kommt's. Das geht ja sogar beim Tiger und beim Löwen, theoretisch. Kreuzen können sie schon, aber dann nicht mal weiter fortpflanzen. Genau, die werden dann ein Liger, und so heißen die wirklich, und das sind Riesenviecher. Falls ihr die noch nicht gesehen oder von denen gehört habt, schaltet mal Wikipedia an. Ist, glaube ich, auch in irgendeinem lustigen Film mit dem Liger. War das nicht Napoleon Dynamite? Boah, weiß ich gar nicht. Sehr empfehlenswerter Film. Ey, das Messerdings geht wieder hier. Habe ich doch gesagt. Genau, ich wollte aber noch eine kleine Runde mit dem Esel drehen, weil ich es nicht gehört habe. So. Hallo, Freunde! Nun denn, willkommen Ich werde richtig verkacken, weiß ich jetzt schon. Das ist okay, das sind nicht meine Finger. Okay, jetzt kannst du deine Anmoderation nochmal machen. Herzlich willkommen zum Let's Play Five Finger Fear! Erstmal die Finger lockern. Where's the dinero? Ach, kannst du haben, $10. Boah, wie funktioniert das? Ach du Scheiße. Warte mal. Ach, du musst doch mal auf X und dann abwechseln die anderen beiden. Okay, das kriege ich nicht hin. Ach, hat ja super geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Du musst im Rhythmus bleiben. Ach du tok, Scheiße. Tok, tok, tok. Warte mal, das mache ich bestimmt so besser. Was? Hm. Also, zack, zack. Wo darf ich dann erst schlagen, wenn er... Sag mal... Was mache ich falsch? Ich habe keine Ahnung. Super Spiel. Machen wir aber nochmal einmal. Komm, eine Runde geht noch. So, machen wir mal schnell eine Moderation. Und herzlich willkommen bei Let's Play Five Finger Fear. Was habe ich nur falsch gemacht? Bei der letzten Runde, liebe Freunde. Wir werden es vielleicht nie erfahren, aber ich probiere es nochmal. Nee, $10 ist okay. Tok, 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 tok. Vielleicht bin ich zu langsam oder was? Tok, tok. Aber das verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, verstehe ich nicht, was ich da zu langsam wäre. Liegt aber schon ganz schön viel Blut auf dem Tisch. Ja. Ist alles von uns. Ach. Da war ich zu langsam, glaube ich, bin ich, ne? Ah. Da war ich jetzt schnell genug. Das kann doch nicht noch schneller gehen müssen. Alter, Mann, da war ich noch nicht über dem Ding. Darf ich da jetzt drücken, wenn das Ding da drüber ist, oder? Ich raff das nicht. Ich raff's aber echt nicht. Zack, zack, zack. Was? Das echte Spiel ist einfacher. Also, kann man echt so stehen lassen, glaube ich, ne? Hm. Nee, komm, mit dir spiele ich nicht mehr. Also das hat mich jetzt nicht begeistert. Aber ihr könnt mir ja vielleicht sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß es nicht und der gute Gronkh, der weiß es auch nicht. Und vielleicht wisst ihr es ja da draußen, die ihr immer fleißig mit euch zu uns zuschaut. Und auch nochmal ein ganz herzliches Danke dafür, das muss man ja auch mal sagen. Fürs Zuschauen, fürs Ertragen quasi. Ich finde es super, dass so viele Leute mitmachen. Rumlaufen gerade. Und so viele Leute sich hier uns in der Prärie anschließen. Diesen Scheiß reinziehen. Was? Wie? Wir opfern da unser Herzblut für. Und ja, das kann man wirklich so sagen. So, unser Fingerblut hier. Und das war's jetzt aber auch schon von dieser Folge, liebe Freunde. In der nächsten Folge werden wir dann mal De Santa wieder einen Besuch abstatten. De Santa Claus freut sich schon auf euch, denn er hat viele, viele Geschenke in seinem Sack.